What the hell is wrong with you? Guess what? What? I got the number. What? I got the number. Well, how'd you get it? Over the telephone. What? I'm a runner. Number runner. But Big Joe done told all his men don't take no numbers out the half past ten. Well, it's half past ten now. We can't win. Yeah. Dieser witzige Wortwechsel in Form eines Sprechgesangs wurde Ende der 1960er Jahre aufgenommen. Also lange bevor ein solcher Sprechgesang als Rap bezeichnet wurde. Die Aufnahme stammt vom Komödianten Pigmeat Markham, der damals 65 Jahre alt war. Ausdrucksstarke Stimmen, Groove und der Redefluss spielen in der afroamerikanischen Kultur seit jeher eine große Rolle. Aber wirklich nach Rap klingen die Sprechgesänge, die man in alten Aufnahmen hört, erst nachdem in den 1960er Jahren die Grooves der Funkmusik entstanden waren. Pigmeat Markhams Aufnahme, die zuerst zu hören war, hat ja bereits eine ziemlich funkige Begleitmusik. Der Funk wurde vor allem von der James Brown Band entwickelt. Sie verzahnte mehrere Rhythmen ineinander, die von verschiedenen Instrumenten gespielt wurden. James Brown fügte mit seinem Gesang und seinen Schreien noch zusätzliche, scharfe rhythmische Akzente hinzu. To me, you can't run. Game on me. Don't mean a thing to me. Don't mean a thing. James Brown hatte einen Saxophonisten in der Band, den er oft mit einem Solo herausstellte. Maceo Parker. Maceo! Come on now! Brother! What it was that now? Maceo Parker trat später mit eigener Band auf. Oft auf Jazzfestivals, obwohl er sich selbst nicht als Jazzmusiker verstand. Seine ausgedehnten Saxophonsoli waren allerdings nicht weit von Jazzimprovisationen entfernt. Einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung der Funkrhythmen lieferte die Straßenmusik von New Orleans, die dann umgekehrt vom Funk und später auch vom Hip-Hop bereichert wurde. So verbinden heutige Brassbands von New Orleans ihre heißen, jazzigen Sounds mit aktuellen Grooves.
Letztlich geht das Verzahnen mehrerer Rhythmen, wie es im Funk gemacht wird, auf afrikanische Trommeltraditionen zurück. Die James Brown Band bekam die Anregung dazu allerdings nicht direkt von dort, sondern über Umwege. Ihre Funkmusik kam dann aber, bezeichnenderweise, in Afrika besonders gut an. Und afrikanische Musiker entwickelten schließlich mit den westlichen Instrumenten ihre eigene funkige Musik. Eine aktuelle Version davon ist in folgender Aufnahme eines Sängers aus Ghana zu hören. Die besonders spannende Art, wie hier die Rhythmen ineinandergreifen, weist darauf hin, woher all diese Rhythmik letztlich stammt. Jazzmusiker nutzen seit langem funkige Grooves und verbinden sie mit der intellektuellen Art des Jazz. Hello! Hip-Hop war ursprünglich Tanzmusik für die Partys junger afroamerikanischer und puerto-ricanischer Leute im New Yorker Elendsviertel Bronx. Diese Subkultur entwickelte sich in den 1970er Jahren im Untergrund. Aus einer ähnlichen Szene in Washington D.C. stammt folgende Aufnahme. Rap und Hip-Hop wurden vor allem mit folgendem Hit des Jahres 1982 bekannt. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage. Allmählich sickerte der Rap auch in andere Musikarten ein. Der Jazz-Trompeter Miles Davis griff diesen Trend um 1990 auf. Er war damals für ein gutes Jazz-Trompetenspiel schon zu alt und machte eine Art instrumentale Popmusik. Yeah, me and Miles are gonna blow. I said me and the chief are gonna blow. Yeah, me and Miles are
Ich fand die damaligen Songs von Miles Davis und auch die meisten anderen Experimente von Jazzmusikern mit Hip-Hop wenig überzeugend. Aber es gab eine coole Musik, die Funk, Jazz und Hip-Hop-Einflüsse wirklich clever miteinander verband. Sie kam vom Saxophonisten Steve Coleman, der in New York mit anderen jungen Musikern eine kreative Szene bildete. Coleman entwickelte dann eine besonders raffinierte Art von ineinander verzahnten Rhythmen. Sie verschieben sich dauernd gegeneinander und ergeben dadurch ständig neue rhythmische Muster. Trotzdem erzeugen sie zugleich starken, funkigen Groove. Steve Coleman ist der absolute Meister, wenn es um komplexe Rhythmen mit lässigem Groove geht. Er arbeitete mehrmals mit Rappern zusammen und dann immer wieder mit einem von ihnen, Kokai. Der machte aus dem Rap eine echte Improvisationskunst mit starkem rhythmischem Flow. In folgender Aufnahme baut Steve Coleman zunächst mit seiner Band einen seiner kniffligen Grooves auf. Groove. Yeah, Lord. Brrr, ha. Und nun ist Kokai zu hören. When I build a brand, the brick, when I got the center block, check it out as the beat drop, rock from the side to the side. If I gotta hit it like a cymbal, when I hit it with the ride, ooh, ride, I'm rocking and on, when I break out back to the dawn, it's like tenor saxes be playing the altos. I come back and do a solo, bolo, throw bows. When I break back, facts, I kick when I come in and rock off beat tempo. When I hit it off the instrumental, states I got when I rock a lot. K, if I come, I spark the mic, make it hot, melting. When I come in, yo, they felt it. When I break back out, hey, it's smelting. Just in the pot, got a lot when it's K. K, rock this party. Was Musik funky macht, sind vor allem auch Lücken. Man spürt den Beat, aber er wird nicht ständig betont, sondern oft indirekt ausgedrückt. Im Jazz wird vieles indirekt ausgedrückt. Noch dazu wird der indirekte Ausdruck laufend abgewandelt. Das ergibt einen speziellen Reiz.
Ist man ein wenig damit vertraut, dann zeigt sich, dass Groove nicht gleichbleibende rhythmische Muster braucht, wie sie in der Tanzmusik üblich sind. Kommt man von Funk und Hip-Hop zum Jazz, dann bringt man Rhythmusgefühl mit. Und das ist erst einmal eine ausgezeichnete Basis für Jazz. Nun geht es darum, die Melodie mehr ins Spiel zu bringen. Melodie enthält immer auch Rhythmus. Seit jeher kommt im Jazz eine Menge Rhythmus von den Melodieinstrumenten. Im folgenden Beispiel besteht schon die Melodie des Stücks größtenteils aus Rhythmus. Sie wurde vom Saxophonisten Sonny Rollins komponiert. Auch in seiner anschließenden Improvisation spielt er sehr rhythmisch. Mit Melodien erzeugen die Jazzmeister faszinierende Bewegungen und damit eine Menge Groove.